Hallo, herzlich willkommen bei Leben mit Krebs. Let's talk about cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karen Abel. Pünktlich zu meinem heutigen 51. Geburtstag lade ich den 55. Talk hoch und ich bin dankbar, dass wir schon fast 40.000 Wiedergaben haben in 42 Ländern und so viele Menschen begleiten können und konnten auf ihrer Reise mit dem Krebs. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Schaffenspause und widme mich zwei Filmprojekten über Lungenkrebs, weil das ist ja mein Herzensprojekt und darüber möchte ich unbedingt aufklären, weil das ist noch ein sehr tabuisiertes und stigmatisiertes Thema. Aber jetzt erstmal zu der heutigen Folge. Ich hatte die liebe Ricarda zu Gast. Sie ist aus München, sie ist Sozialpädagogin, Heilpraktikerin und Ayurveda-Expertin. Sie hatte seit 3 Jahren ein Fibroadenom, welches als ungefährlich gilt und regelmäßig kontrolliert wurde. Es entwickelte sich leider zu einem bösartigen triple-negativen Tumor. Ricarda hat sich nach der Diagnose sofort um eine komplementäre Behandlung bemüht und sich neben ihrem vorhandenen Fachwissen noch weiteres durch Recherchen angeeignet. Letztendlich konnte ich selbst eine Menge wichtiger Informationen aus diesem Gespräch für mich rausziehen und habe mich in vielen Situationen wiedergefunden. Ein sehr tiefgehendes Gespräch. Danke dir, liebe Ricarda, dafür. Ich wünsche dir viel Inspiration beim Zuhören. Hallo Ricarda. Hallo Karin. Schön, dass du da bist. Ja, ich auch. Ich danke dir. Ich danke dir, ich habe schon wieder gezittert, dass da was mit der Technik nicht stimmt, weil das jetzt ein bisschen länger gedauert hat, aber es passt. Nein, ich habe einfach nur mal gucken müssen, aha, was ist das, was muss ich da noch eingeben, alles klar. Da musst du was eingeben, ich kenne die Seite nicht, deswegen. Aber egal, nochmal herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Also du bist ja wieder so ein Fall, in Anführungsstrichen, ja, ich bin über einen Post, du hast ein Statement abgegeben, ein Video-Statement auf Instagram. Ja. Da bin ich, das hat mir sogar jemand vermittelt. Ich weiß auch. Ehrlich? Die Anja, glaube ich, die hat es mir geschickt. Ah, Anja, ja, genau. Ja, genau. Und die war ja vorletztes Mal dabei. Mhm, genau, habe ich gesehen. Schön. Ja, und das fand ich sehr interessant, deine Geschichte, und habe dich doch gebeten, dass du die mit den Hörern teilst. Ja, deswegen bist du da. Das mache ich sehr gerne. Dann starten wir bitte. Du weißt ja, wie das geht. Was willst du denn wissen? Ja, los geht's. Das ist immer der beste Einstieg, das weißt du. Oder hast du meinen Podcast? Du kennst meinen Podcast gar nicht, oder? Doch, ich habe schon in einige Folgen auch die mit der Anja reingehört und auch mit der von Mind Corner. Die finde ich auch ganz toll. Also. Doch. Ah, danke. Mhm. Weil da finde ich, da wird zu viel gequatscht, aber passt schon. Es ist so, wie es ist. Es kommt, wie es kommt. Ich glaube auch, genau. Es ist, wie es ist. Was sich eben gerade so ergibt aus der Kombination der zwei Menschen. Ist doch schön. Genau, ja, so ist es. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was es bei uns ergibt. Ja, jetzt ich auch. Jetzt bist du dran. Ja, hallo. Mein Name ist Ricarda. Ich freue mich heute, bei dir zu sein und meine Geschichte zu erzählen. Ich weiß jetzt nicht, soll ich einfach mal gleich über mich irgendwas erzählen, über meine Krebserkrankung oder? Am besten über die Diagnose, da steigen wir mal ein. Das ist mal so, dann kommt auch wieder alles so ein bisschen in Erinnerung. Okay, also die Diagnose Brustkrebs habe ich am 3. April 2019 erhalten. Okay. Und zwar war ich 2 Tage vorher, war ich da bei der Stanzbiopsie, weil ich einfach ein paar Wochen vorher gemerkt habe, dass sich da ein Knoten gebildet hat. Mhm. Und ich hatte an derselben Stelle schon seit Jahren ein sogenanntes Fibroadenom, also einen gutartigen Knoten. Und der wurde auch immer wieder mal so angeguckt, also mit Ultraschall jedes Jahr und alle 2 Jahre mit Mammographie. Ich hatte den davor so 3 Jahre. Also eine Mammographie habe ich über mich ergehen lassen. Und dann war alles klar, nee, ist ein Fibroadenom, das entartet ja höchst selten und passt. Und dann habe ich eben aber Anfang des Jahres 2019 gemerkt, dass dieses in Anführungsstrichen Fibroadenom sehr, sehr schnell wächst. Und dachte mir aber zuerst, naja, gut, okay, das wächst jetzt sehr schnell, aber
ich bin auch gerade irgendwie im Wechsel und das Fibroadenom hat auch immer viel mit Hormonen zu tun, wahrscheinlich deswegen. Und ja, dann ging das aber immer weiter und irgendwann habe ich dann einen geschwollenen Lymphknoten in der Achsel entdeckt und dann dachte ich mir, okay, also jetzt, das muss ich mir jetzt dann doch anschauen lassen, war bei meiner Gynäkologin. Die hat sofort mich in die Radiologie weitergeschickt. Ja, und da wurde ich dann erstmal begrüßt mit, was machen Sie denn schon hier? Sie sind doch erst im August dran. Das fand ich auch eine tolle Eröffnung. Ja, danke, ja. Entschuldigung, ich habe eine Überweisung, da ist was. Ja. Aber sie hat sich das dann angeschaut und hat auch beim Ultraschall schon ziemlich komisch geguckt. Hat gemeint, okay, das müssen wir jetzt eine Mammographie machen. Und dann bei der Mammographie habe ich dann kurz auch noch das Bild gesehen und hat sie gemeint, naja, also da sieht man ja jetzt schon, dass das sehr verdichtet alles ist, das Gewebe. Und da müssen wir jetzt eine Stanzbiopsie machen. Und ja, ich wollte dann da kurz mich noch aufbäumen, weil ich bis dahin auch schon wusste, dass so eine Biopsie durchaus ja auch Gefahren birgt mit versprengten Zellen und meinte dann, ja, aber könnte das auch ein Fibroadenom oder könnte man den nicht so chirurgisch erstmal entfernen und so. Und dann hat sie gemeint, nee, also es gibt keinen Chirurgen, der mich operiert, bevor er nicht weiß, was das ist. Okay. Das habe ich ihr damals dann auch geglaubt, das weiß ich inzwischen auch besser. Aber ja. Man lernt ja auf seiner Reise. Auf jeden Fall. Ja, und dann, ja, dann war ich irgendwie quasi zwei Tage später oder drei Tage später war ich dann bei der Stanzbiopsie und dann, das war an einem Montag und am Mittwoch saß ich dann hier und es war klar, dass mich der Radiologe anrufen wird. Und das hat er dann auch getan. Und ich hatte eigentlich auch schon, ich habe es zwar immer wieder weggeschoben, habe mich immer wieder beruhigt, wird schon nichts sein. Und dabei irgendwie habe ich es schon auch gefühlt, weil meine Mutter hatte zum damaligen 4 Jahre vorher Krebs, allerdings kein Brustkrebs, sondern ein Oberschenkelsarkom. Aber ich wusste, dass wenn etwas so schnell wächst und es war wirklich, da konnte man zuschauen, das ist kein gutes Zeichen, das war mir auch klar. Ja. Und dann hat er mich eben angerufen und hat gemeint, ja, Frau Kinn, es ist leider bösartig. Telefonisch. Und hat mir dann auch noch ein paar Sachen gesagt, gering differenziert, Lymphknoten befallen. Also der Lymphknoten wurde gleich mit biopsiert. Einen relativ hohen KI und ja, so ein paar Sachen hat er mir halt dann Brocken hingeschmissen, was ich jetzt noch alles machen muss. Staging und Knochenzentigramm und so weiter. Man muss ja erstmal wissen, in welchem Stadium ich sozusagen bin. Also genau. Vom Radiologen bin ich noch nie aufgeklärt worden. Ist sehr interessant. Ja, aber der ist also halt er war sehr sachlich. Das war auch der quasi die Biopsie gemacht hat. Das hat nicht die Radiologin gemacht, die mich ursprünglich untersucht hat. Das war dann jemand anders, hat das dann eben gesagt, ja, die Radiologin hätte ihn eben gebeten, diese Biopsie zu machen. Also diese Stanze, genau. Der war auch sehr nett eigentlich. Klar, der hat mir dann halt gesagt, so jetzt, was ich halt alles noch machen muss und CT und Knochen und man muss halt da jetzt gucken und weitermachen und ja, am besten sich gleich einen Termin holen oder was auch immer. Also, ja. Ja. Also gut, dann hattest du die Aussage und wie ging es dann weiter? Also dann habe ich ehrlich gesagt habe ich sofort eine Freundin von mir angerufen, die ist Narkoseärztin und die, mit der hatte ich vorher auch schon geredet, wegen diesem vermeintlichen Fibroadenom, die dann auch gesagt hat, wenn da was ist, du ruf mich bitte sofort an. Ein sehr guter Kollege und Freund von ihr ist plastischer Chirurg, den könnte man mal kontaktieren, das hat sie dann auch sofort gemacht. Der hat mich wirklich am Abend um 9 noch angerufen. Und hat eben gesagt, ja, also er würde
wem er empfehlen würde. Mhm. Und hat mir dann eben zwei Onkologen empfohlen. Mit dem einen ist er selbst schon sehr oft im OP gestanden und hat gemeint, er operiert sehr, sehr gut, vor allen Dingen in der Achsel. Das, was ja klar war, dass das bei mir anstehen wird. Ja. Und ja, das habe ich mir dann kurz überlegt, wen, und habe mir dann eben einen Arzt einfach rausgesucht und dachte mir, ja, okay, also wenn ein plastischer Chirurg mir sagt, mit diesem Arzt bin ich im OP gestanden und wenn ich irgendwas in der Achsel hätte, würde ich mich auch nur von dem operieren lassen, dachte ich mir, okay, das ist eine ziemlich wertvolle Aussage. Hm. Und ja, der war in oder ist immer noch in Freising, weil ich wohne ja in München, wir wohnen ja gar nicht weit auseinander. Ja, genau, das habe ich auch gesehen. Ja, ja. Da reden wir dann alle weiter. Ja, genau. Freising, okay. Und da saß ich dann am nächsten Tag um 12 schon bei dem. Der hat mir sogar gleich einen Termin klar gemacht. Also da konnte mir aber der Arzt dann auch nichts sagen, weil er hat gesagt, naja, ich weiß ja noch gar nicht, um welche Form von Brustkrebs es sich handelt. Ja. Also das ist natürlich, ist der hormonabhängig oder nicht? Und wenn er nicht hormonabhängig ist, ist es dann ein sogenannter HER oder ist es, was es dann in meinem Fall auch war und ist, ein Triple Negativ. Okay. Und danach entscheidet sich ja die Therapie nach den Leitlinien, was ich wann bekomme. Ob eine Operation gleich möglich ist oder nicht, ob ich eine Chemotherapie nach der OP oder schon vor der OP bekomme und so und welche Mittel auch. Also das ist ja in diesen sogenannten Leitlinien alles festgelegt. Ja. Genau, das ist das Schema, nach dem einfach therapiert wird. Ja. Ja, und dann war klar, okay, also ich muss noch warten. Also dann auf die Antwort des Pathologen letztendlich. Und das hat dann auch nochmal, also am nächsten Tag, mein Mann war zu diesem Zeitpunkt gerade verreist. Der kam dann am nächsten Tag. Das war natürlich auch erstmal, also ich war dann hier eigentlich auch alleine mit der Diagnose und so am Telefon. Also ich war schon ein bisschen paralysiert, muss ich sagen. Also ich bin zwar sofort in Aktion getreten, also das war eigentlich auch, wundere ich mich über mich selbst. Also das hätte ich so jetzt gar nicht von mir erwartet. So, dass ich, also ich bin wirklich sofort in Aktion gegangen, habe angefangen, sofort zu organisieren. Ja. Was muss ich jetzt alles machen? Wem muss ich Bescheid sagen? Um was muss ich mich jetzt kümmern? Ja. Und jetzt muss ich mir einen guten Arzt suchen. Ich bin ja selbst auch unter anderem auch Heilpraktikerin und habe mich auf Ayurveda-Medizin spezialisiert. Das heißt, es war für mich auch klar, okay, dieser Weg wird ganz, ganz sicher komplementär begleitet werden. Ja. Also das war von Anfang an klar, weil ich natürlich auf die Kraft der Pflanzen zu 100% vertraue. Ja. Und dann hat mein Mann gesagt, ach komm, jetzt gehen wir mal zu unserem Hausarzt. Und das ist auch, bei dem bin ich irgendwie auch schon seit 30 Jahren wahrscheinlich, lass uns doch mal zu dem gehen und einfach auch nochmal mit dem quatschen, der kennt auch, und das ist einfach ein toller Arzt. Und dann waren wir bei dem und der hat dann gesagt, er würde mich sehr gerne an einen Professor hier in München weitergeben, den er auch persönlich kennt, denn der hat selber auch ein Brustkrebszentrum und der arbeitet eben auch, also der arbeitet ganzheitlicher. Das heißt, er ist quasi der komplementären Medizin aufgeschlossen. Ja, was schon mal eine wichtige es gibt es. Es ist nicht, es kommt nicht so häufig vor. Also es gibt es in München, wollte ich jetzt sagen. Ja, also das ich hätte dich jetzt nach Bad Aibling oder so. Ja. Kennst du ja dann wahrscheinlich auch. Richtig, genau. Also wenn man dann mal anfängt zu recherchieren, dann merkt man mal, wie wenig Onkologen es gibt, die da nicht nur aufgeschlossen sind, sondern eventuell das sogar mit anbieten. So ist es, ja. Ja, also das, dann, ist halt das wird ja noch weniger. Medizinische Leistung, ne? Aber sie sind auch nicht dem aufgeschlossen gegenüber. Das hat andere genau, Gründe, es gibt glaube die ich. Zwei Stufen. Es gibt die Stufen, die sagen, das ist alles völlig uninteressant. Dann gibt es die, sie sind aufgeschlossen. Ja, das könnte ganz gut sein, wenn sie da zusätzlich was machen.
Das ist ja auch schon mal ein schöner Fall, wenn einem Onkologe den Patienten nicht ausredet, sozusagen, was sie sich vielleicht Tolles an zusätzlicher, natürlicher Unterstützung ausgesucht haben. Und dann gibt es halt die wenigen, die auch, ja, also Komplementärmedizin oder sogar alternative Medizin anbieten. Und, ja. Und das ist bei ihm der Fall. Also er bietet quasi schon auch Therapien nach Leitlinie an, aber eben auch sehr viel, sehr individuelle Therapiemöglichkeiten. Dazu veranlasst er ein sogenanntes Onkobiogramm. Das heißt, der Tumor und das Gewebe um den Tumor herum wird also nicht nur wie beim Fall vom Brustkrebs auf diese vier Faktoren oder drei Faktoren untersucht. Proteine, ja. Sind die da oder sind die nicht da, sondern ja. auf, weiß ich nicht, 20. Ja, also wo man genau sehen kann, weil da gibt es noch so viele, wie so ein Steckbrief, so ein Tumor hat einfach so einen Steckbrief quasi. Ja. Ne? Welche ja. Faktoren ja. sind da wichtig dran, inklusive bei diesem Onkobiogramm, was ich dann habe auch machen lassen. Muss man natürlich spannend. Selber bezahlen. Ja, aber ist ja egal. Genau, das war es mir einfach wert. Kann ja. man einfach zielgerichteter die Therapie bestimmen. Man kann sehen, okay, welche Faktoren hat dieser Tumor? Auf was wird er reagieren? Und auf was nicht? Das ist ja spannend. Also ja. Das muss ich unbedingt verlinken. Also der hat ein Brustkrebszentrum und macht das, weil das ist ja mal eine ganz neue ja. Info. Das okay. ist eigentlich auch, also das gibt es in anderer Form auch. Andere Firmen nennen das Mama Print, gibt es einen, oder Endopredict heißt auch einer. Und dann gibt es noch einen, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, wo man quasi einfach... so einen Tumorsteckbrief machen lassen kann und dann eben auch sieht, okay, weil das, was dann letztendlich wirkt oder was auch der Tumor sozusagen an Äumeln noch dazu hat, an Faktoren, wo man sagt, okay, der ist jetzt nicht, ne, der ist hier gut in den Griff zu kriegen, hier nicht so, das ist dann wichtig. Und das ist auch hauptsächlich, was er macht, also eher so eine zielgerichtete Therapie. Und zusätzlich bietet er bei sich in der Praxis Kurkuma-Infusionen an. Mhm. Und das war für mich sofort als alte Ayurvedin natürlich Hurra, Kurkuma, perfekt. Mhm. Und zusätzlich ist in seiner Praxis auch noch ein TCM-Arzt, der onkologisch sehr versiert ist, weil er rechts der Isar auch in der onkologischen Abteilung arbeitet. Und dann, das war dann für mich so, okay. Das der arbeitet rechts der Isar. Ach, er arbeitet rechts der Isar ganzheitlich auch. Ja, rechts der Isar. Ich glaube, das ist rechts der Isar. Gibt es auch, wenn es sie noch gibt, ich habe Gerüchte gehört, auch das wurde eingestellt, gibt es so eine Art Zentrum, nur naturheilkundliches Zentrum. Hm. Und Dr. Eustachi heißt der. Der war auch sehr, sehr lange Zeit in Heidelberg an der Klinik. Also der ist wirklich onkologisch sehr, sehr versiert und ist aber ausgebildeter Mediziner, aber eben auf chinesische Medizin. Aber spezialisiert auf Brustkrebs oder allgemein? Nee, allgemein. Allgemein, nicht auf Brustkrebs. Interessant, genau. Okay. Mhm. Und der ist da mit in dieser Praxis, also ist einmal in der Woche ist er da und da kann man sich eben von dem einfach mitbetreuen lassen. Und das habe ich natürlich sofort in Anspruch genommen. Und es ist auch wirklich ein ganz, super. Ganz toller Arzt, der einem auch, das fand ich auch sehr schön, also der einem auch wirklich auf Augenhöhe begegnet. Ah. Das lernt man dann ja wirklich zu schätzen im Laufe seiner Therapie, mit dem ich wirklich auch super alles besprechen konnte. Denn bis meine Therapie, also ich habe mich dann erstmal entschlossen, den schulmedizinischen Weg zu gehen. Man hat an meinem Onkobiogramm gesehen, dass eines dieser Mittel, die ich als erstes kriegen werde, sehr gut wirken wird. Man hat allerdings an meinem Onkobiogramm auch gesehen, dass ich einige Faktoren habe, wie einen sehr hohen IGF-R-Wert. Das ist so ein Faktor, wo die Blutgefäße sehr schnell wachsen zum Tumor. Mhm. Und auch ein Faktor, der sehr stark für Metastasierungen verantwortlich ist. Den habe ich. Und dieser IGF-R zum Beispiel reagiert weder auf Chemo noch auf Bestrahlung.
das ist dem alles total egal. Okay. Ganz im Gegenteil. Das ist eine interessante Info. Ja. Weil ich habe den das schon mal gehört, EGFR. Ja. Also das sagt man, was ja, das ist der Wachstumshormon, ne, vom Tumor, ja. Also genau. Ich kenn das. Also das ist quasi so ein Protein, was dann die Zellen aussenden, dass Stopp, Entschuldigung, EGFR. EGFR. Den habe ich ja selber. Also ich habe IGFR die ganze Zeit verstanden. Ah, nee, deswegen EGFR. Kam mir der bekannt vor und ich konnte sie. Ach, du redest. Okay, Entschuldigung. Ja, muss ich jetzt nur eben korrigieren. Ja, macht nichts. Genau. Also der, und da weiß man, dass der sich eigentlich nicht so sehr beeindrucken lässt. Und es gibt durchaus auch Wissenschaftler, die sagen, dass wenn man einen hohen IGFR-Wert hat, dass der sich oft, wie gesagt, wie drücke ich es aus, durch eine Chemotherapie erst angeregt wird, überhaupt Metastasen zu bilden. Soll ich dir mal was sagen? Ja. Also da musst du mal unbedingt meine Diagnose hören, weil mir wurde ja von zwei Unikliniken in München gesagt, ich soll gegen den Leitlinien, haben sie mir nicht gesagt, das habe ich ja später rausgekriegt, dass ich mich bestrahlen operieren lassen soll mit dem EGFR. Und ich bin ja auch zielgerichtet unterwegs. Ja. Und das ist ja voll krass, die Info. Also Entschuldigung, da schockst du mich jetzt nochmal doppelt und dreifach. Eine sehr wichtige Information, ja. Danke dir. Ja, ist mein es. Wahnsinn. Es ist ja auch eigentlich so, dass ganz allgemein bei Krebs, wenn du die Diagnose metastasierter Krebs hast, bringt eigentlich eine Chemotherapie gar nichts. Und das sagen einem die Onkologen aber nicht. Manche sagen Manche sagen, eigentlich ist es klar. Ja, das war mein, weißt du, was ich entschieden habe? Also das musst du dir anhören, aber wenn ich das höre, finde ich das so, das ist ja genau meine Devise, dass ich das so erschreckend finde. Ja. Es geht auch um viel Geld, das darf man richtig, nicht vergessen. Richtig. Und wenn du da normalerweise, ich bin ja so dankbar um den Arzt, der mich aufgeklärt hat und meinen gesunden Menschenverstand, weil ich habe mich ja gegen die Chemo und das alles entschieden. Von meiner Intuition fand ich es ja schon super. Ja. Aber jetzt habe ich auch noch den Beweis von dir. Oder es ist so, ja, es ist erschreckend. Also das wusste ich jetzt in dem Sinne nicht klar metastasiert, dass du nicht mehr operieren musst und dass es in der Blutbahn ist. Aber dass eine Chemo nicht unbedingt hilft. Ich meine, ich glaube ja eh nicht so an die Chemo. Ja. Das wusste ich jetzt auch nicht. Okay, das also das ist spannend. Wobei es auch wieder zu differenzieren ist wahrscheinlich, muss man auch wieder natürlich von mehreren Seiten betrachten, aber oder? Man darf nie so dogmatisch nein, sein. Nein, genau. Aber ich meine, es ist zumindest erwähnenswert, anschauenswert, wenn man seine Diagnose hat. Und eigentlich, ne, also schulmedizinisch gilt man ja sowieso schon als palliativ, wenn man metastasiert ist. Ja, also das ist... Ja. Und wie gesagt, es gibt dann, ich habe einfach angefangen, sehr, 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 sehr viele Studien mir anzugucken, unheimlich viel zu recherchieren in Büchern. Also das war das, was ich eigentlich 6 Monate lang, seit ich die Diagnose hatte, toujours durchgemacht habe, mich informiert habe, mit verschiedenen Ärzten gesprochen habe. Ich habe auch mit einem sehr, sehr guten Heilpraktiker gesprochen, der hier in München arbeitet, der irgendwie seit 20 Jahren Krebspatienten betreut, auch komplementär mit betreut. Der hat mir dann auch noch einen sehr guten Tipp gegeben, wie ich trotzdem jetzt schon mit dem chinesischen Beifuß, Artesunate, schon quasi meinen EGFR behandeln kann, weil ich meine, der ist ja nicht in dem Sinne schulmedizinisch behandelbar. Also ich habe mir da eigentlich, als ich losgelegt habe, wirklich schon so meinen eigenen Heilplan erstellt. Ja, also ich habe recherchiert das ist ja super über spannend. Ernährung, was ich machen kann. Ich habe mir angeschaut, Chemofasten, also mein Mann, obwohl der jetzt medizinisch nicht vorgebildet ist, aber der hat da auch total mitgemacht. Der kam immer wieder und hat gesagt, guck mal, ich habe hier was gefunden über Chemofasten. Kennst du das? Lies dir das mal durch. Schau mal, hier gibt es die Studie. Und so habe ich mich einfach damit beschäftigt, weil mir natürlich auch aus meiner Ayurveda-Ausbildung klar ist, dass das eine komplexe Krankheit ist, dass das nicht begrenzt ist auf diesen Tumor, der jetzt im sondern das ist eine systemische Erkrankung, Krebs. Ja, ganz kurz, also klar, du warst Heilpraktikerin, das war jetzt natürlich eine Win-Situation. Ja. Du bist da schon in dem medizinischen Bereich ein bisschen weiter als normaler Krebspatient. Das ist super spannend. Und was ich komme von diesem EGFR immer noch nicht weg, weil
Ich habe den als Lungenkrebspatient, du als Brustkrebspatient. Ja. Das ist echt. Ja, den haben, wenn man das nachschauen lässt, dann haben diesen Wert wahrscheinlich alle, alle Krebskranken. Nur es kommt darauf an, wie stark ausgeprägt er ist. Ne? Ist er kaum messbar? Ist er 1 plus? Und bei mir war es halt von der Einteilung, es gab von 1 plus bis 3 plus und ich hatte 3 plus. Also das sind einfach, also dieses Onkobiogramm, jetzt hat er halt da dieses Brustkrebszentrum, aber diese verschiedenen Tumormarker anzuschauen, sowas gibt es für andere Krebsarten bestimmt auch. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das haben wir ja. Da kläre ich ja auf den Lungenkrebs, das mache ich auf meinem anderen Kanal. Das ist ja, oder der Verein Zielgenau so weiter. Das ist ja nochmal eine ganz andere. Ich denke, dass das das ist in Köln. Aber es wissen auch viele Onkologen nicht, muss man auch immer wieder betonen. Ja, man wird selber zum Experten irgendwie auch auf seinem Gebiet. Ja. Und das ist auch gut so, finde ich. Weil dann kommst du einfach auch in diese Eigenverantwortung rein. Ja, und das ist. Das ist und war für mich der wichtigste Baustein an meiner ganzen Reise, wirklich. Ja. Das zu lernen auch, da für sich selbst einzustehen. Und auch wir als Patienten wissen total viel. Nicht nur jetzt, was ich als abstraktes Wissen, sondern auch das innere Wissen, was wir haben. Das, was du vorhin gesagt hast, das Bauchgefühl. Das einem sagt, Selbstheilungskräfte, das ist der richtige Weg für mich. Ne? Ich bin ein. Ist schon wissenschaftlich. Ja, richtig, ist es auch. Ne? Also, muss man immer betonen, dass die Wissenschaft auch so weit ist. Richtig, aber, also da ist man ja inzwischen. Die muss man wissen. Ja, genau, aber da bist du ja auch ähnlich orientiert wie ich. Also wir wissen da einfach, dass das Gehirn ist unglaublich schlau und unser Körper ist so stark mit dem, was wir denken und fühlen, verbunden. Also nicht nur wissenschaftlich, weiß man jetzt natürlich auch, Immunsystem und Gedanken, Immunsystem und Emotionen sind unmittelbar miteinander verbunden. Absolut. Aber auch darüber hinaus, ne, dieses das Bewusstsein, was wir haben. Das hat ja einen ganz, ganz großen Anteil an unserer Heilung. Das ist dann das, ne, was einen dann auch, also wie es bei mir zumindest auch war, mich noch viel mehr in die Spiritualität auch geführt hat, meine Krebserkrankung. Ja. Also ich war da vorher schon auch aufgeschlossen dem gegenüber und bin auch seit Jahren immer zu einem Heiler gegangen, der einfach, diese neue Form der Energieheilung macht, ne? Also jetzt von Quantenheilung, er macht da verschiedene Sachen auch, Prana-Heilung und so weiter. Also ich war da schon aufgeschlossen und bin auch oft zu dem gegangen und als ich Krebs hatte, dann auch. Aber dann hat sich mir einfach durch den Weg, den ich gegangen bin, dann hat sich mir die Spiritualität nochmal ganz anders eröffnet dann. Also ich da ist da was weitergegangen bei mir irgendwie. Also ich war nicht so weit wie du. Ich bin da wieder reingekommen und es geht ja auch vielen Krebserkrankten so. Ist ja auch normal oder auch nicht, muss nicht normal sein, aber jeder findet seinen Weg. Jetzt bin ich aber neugierig, wie waren denn deine Gefühle dann? Du warst schon bei so einem Heiler und trotzdem hast du Krebs. Was war denn da innerlich in dir los? Ja. Das ist ja nochmal viel spannender, weil du ja auch anders ganzheitlich denkst. Genau. Und Heilpraktikern. Und Ayurveda, also du hast super gesund gelebt. Ich meine, es gibt auch andere Gründe. Ja, richtig. Umweltverschmutzung und Krebs, gibt es auch Studien drüber, auch bei Brustkrebs, Lungenkrebs sowieso, redet auch kein Mensch drüber. Aber wie ging es da innerlich? Was ging da in dir vor? Da ging es natürlich auch erstmal ganz schön ab. Weil klar, wie du sagst, ich habe mir gedacht, ich habe jetzt Brustkrebs. Ich, Brustkrebs, hallo, bin ich im falschen Film? Jetzt Moment. Und natürlich kann ich sagen, okay, es war dann irgendwann klar, es sind so verschiedene Bausteine, die dann vielleicht zusammengenommen zu einer Krebserkrankung führen können. Ja, also dann sage ich irgendwie, okay, meine Ernährung. Meine Ernährung war bis dahin eigentlich relativ gut. Das Einzige, was ich wirklich, mein Zuckerkonsum war hoch. Ja, also ich bin irgendwie der totale Schokoladenjunkie gewesen. Okay, meine Sport,
das ist das gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, da muss ich auf jeden Fall die Schraube fest, also höher drehen sozusagen, weil das, da war ich bin ich eine faule Socke. Und dann waren ja die meine Gedanken und meine Gefühle. Und das ist bei mir auch, das habe ich für mich selbst gesehen, das ist eigentlich meine größte Baustelle gewesen. Weil ich gemerkt habe, ja. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch, ich habe offensichtlich ein tolles und auch sehr selbstbestimmtes Leben gelebt, aber ich habe gemerkt, ja. Wie ich oft eigentlich an dem, was ich wirklich will, total vorbeilebe. Also ich habe mich nicht selbst, ich habe nicht richtig gut für mich gesorgt, also für wirklich, für mein Innerstes. Ja. Ich habe halt Dinge getan, ja. Weil ich gedacht habe, die muss ich tun oder weil man es von mir erwartet. Ja. Oder ja, oder ja. Ich, Entschuldigung, ja, aber ich finde mich gerade total wieder, deswegen drehe ich gerade innerlich ja. Voll durch. Ja, ja. Red weiter. Also ich war eigentlich ich war zur Zeitpunkt der Diagnose, war ich gerade eigentlich auf so einem vermeintlichen Sprung in was Neues. Ich wollte was Neues aufbauen, ich wollte mich da auch befreien, mehr finanziell. Und dann kam das und dann dachte ich noch, das gibt's doch jetzt nicht. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich so viele, Dinge getan habe, wo ich gemeint habe, das ist mein Weg, das ist gut für mich und habe gemerkt, nee, das ist es nicht. Ja. Das bedeutet absoluten Stress für mich. Was mache ich jetzt hier? Was machst du eigentlich? Ja. Und ich fühlte mich auch wirklich gefangen in einem Leben, was ich mir kreiert hatte, was mir nicht mehr entsprochen hat. Und ich habe mich auch mit, Wahnsinn. Ganz ehrlich, mit vielen Menschen umgeben, die mir überhaupt nicht gut tun. Und ich habe dieses Bauchgefühl innen, das habe ich immer weggeschoben. Ich habe mir immer gedacht, nee, Gott, jetzt, du bist schon wieder übersensibel. Das ist doch alles ganz toll hier. Ja, oder auch wenn ich irgendwie gemerkt habe, das stimmt irgendwas nicht, an einer Situation oder auch an einer Begegnung, dann war für mich, ich halte es einfach aus. Das war mein Motto. Ich halte es einfach aus. Ja, ich kann das so unterschreiben, das muss ich auch erst erkennen. Und das ist du wahrscheinlich genauso, das ist nicht gegen die Menschen. Das ist einfach so, wir sind alle unterschiedlich und was zusammengehört, kann sich auch finden. Aber das muss man erstmal, da muss man über sich im Klaren sein, weil ich habe das auch gemerkt, ich habe jahrelang funktioniert, als haben die anderen gar nicht bemerkt. Und du hast auch Hochsensibilität angesprochen. Ich habe mal mit einer Hochsensiblen gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich hochsensibel bin, aber ein Sensibel auf jeden Fall. Also ich sehe Dinge, da bin ich auch vorgestern mit einem Zitat von Sigmund Freud gestoßen. Ich sehe Dinge, die erkennen manche gar nicht. Und deswegen können die Leute mich auch nicht verstehen. Ich habe mich auch von einigen abgenabelt und ich habe nichts gegen die und alles ist gut. Aber ich bin auch im falschen Film gewesen für mein Sein, so wie ich vom Typ her bin. Ich habe mich nur angepasst. Ja, so kann ich das so unterschreiben. Ja, das ist so spannend. Und ich denke mal, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir wäre, wenn jetzt Freunde dich beschreiben, aber ich weiß, wenn Freunde mich beschreiben, dann ist es immer so, ja, es ist ja so stark und so mutig und da. Und ich habe mir nur gedacht, ich fühle mich überhaupt nicht so. Gar nicht. Ja, ich fühle mich eigentlich immer, ich passe mich immer irgendwie an. Ich spüre ganz genau, was der andere eigentlich wirklich will. Und wie sich der andere wohlfühlt. Und so mache ich es. Ich kreiere eine Situation, sodass sich der andere wohlfühlt. Wie ich mich dabei fühle, das merke ich dann, wenn ich nach Hause komme und mir denke, oh, warum geht es mir jetzt so schlecht? Ja, ist nicht immer so, aber klar, so kenne ich das auch. Das also, dass man das so empfindet, man weiß nicht, was läuft da gerade schief. Du spürst ein Gefühl, was da gerade, du bist in der Situation, also geht es mir oder ist es mir gegangen, weil jetzt achte ich ja auch drauf, ich habe es ja auch erstmal lernen müssen. Und ich verstehe, also wo innere Gedanken sind, dass du dich einfach falsch fühlst und du versuchst es die ganze Zeit zu analysieren und denkst, es ist doch alles okay, was ist denn los? Ja. Und das ist dein Inneres, das ist dein Wesen. Und das war eigentlich auch das, wie ich meinen Tumor dann auch annehmen konnte. War wirklich, mein Körper hat mir einfach gezeigt, hey, da stimmt irgendwas nicht bei dir im System. Und ich habe einfach dadurch gelernt, mich selbst, so wie ich bin, auch viel mehr anzunehmen und auch zu sagen, hey, das bin ich und das bin ich nicht und das will ich auch nicht. Und da wirklich, Thema absolut. Selbstliebe, oder? Ah, genau, ich meine, es ist immer so abgedroschen. Weil ich das Gefühl habe, jeder, der Krebs, aber es ist echt so, jeder, der krebskrank ist. Und wenn ich das auf Insta auch beobachte, denke ich, bitte,
Lernt was über Selbstliebe. Das ist so wichtig, genau. Ich denke, das ist eigentlich jede Form von Leid. Also ich glaube, jede Form von Leid, die man erfährt, egal was es ist, kannst du im Endeffekt immer darauf zurückführen, dass die Selbstliebe oder die Selbstachtung fehlt oder zu wenig ausgeprägt ist. Ja. Und ich meine, Und Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das müssen wir dann auch kurz erklären. Selbstliebe heißt nicht Egoismus, richtig. Ne? Nein. Narzissmus, also das ist zwei Paar Schuhe. Da kann man ja googeln, dann weiß man, was selbst, das ist. Also, ja, Selbstfürsorge, Selbstachtung, Selbstermächtigung. Ja. Das, was wir auch durch unsere Krebserkrankung gelernt haben, das ist alles Selbstliebe. Ja. Das ist gar nicht egoistisch. Ja. Ja, weil ich nur, wenn ich mich selbst liebe, kann ich auch jemand anders wirklich lieben. Also das ist einfach, und das war der Teil, wo natürlich dann quasi ich bin auch von Anfang an zu einer Psycho-Onkologin gegangen, die auch der Zufall zu mir geführt hat, weil sie zusätzlich auch noch so sehr viele spirituelle Praktiken anbietet, so kleine schamanische Heilreisen oder so, also alles, und das war dann auch für mich so, boah, Bingo, okay, das ist es. Ja, du redest von München. Also da können wir uns nochmal austauschen. Ich weiß, ich habe auch viel gegoogelt, aber sehr gute Tipps geben. Ja, absolut. Das machen wir noch privat, auf jeden Fall. Ja, und das war natürlich dann auch eine super Kombi für mich. Zusätzlich bin ich zum Onkologen gegangen. Ich bin jeden Tag in den Wald gegangen. Ich wohne Gott sei Dank nah am Wald. Der TCM-Arzt hat gesagt, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde lang rausgehen. Jeden Tag. Das mache ich intuitiv. Ja, ich habe das intuitiv, aber ich bin schon 3 Stunden im Wald. Ich habe das nämlich vorher nicht gemacht. Ne? Und das habe ich dann gemacht. Das hat sich bis jetzt eigentlich auch so gehalten, dass ich, jetzt gehe ich natürlich länger, aber ich habe da auch so eine Liebe zur Natur auf einmal entwickelt. Das hatte ich vorher nicht. Ja. Ja. Also, total. Also ich habe es auch wieder entdeckt. Ich war als Kind sehr viel im Wald. Aber das ist auch so, wir verlieren den Kontakt zur Natur. Und du weißt ja, wir sind alle eins, gell? Das vergessen wir auch. Das war für mich auch, die Natur war für mich eigentlich auch wieder der Weg zur Spiritualität. Also, dass ich im Wald einfach gemerkt habe, hey, ist es so beruhigend, im Wald zu sein. Und ich habe wirklich angefangen, also ich habe mich manchmal selber umgeguckt, ob mir jemand zuschaut, aber ich habe angefangen, mich zu Bäumen hingezogen zu fühlen. Ich kann es nicht anders sagen. Also das war auf einmal, ich dachte mir, boah, das ist aber jetzt eine schöne Baumgruppe, da gehe ich jetzt mal hin und da lehne ich mich jetzt mal an. Mhm. Und also das waren so, wo ich fast ein bisschen über mich geschmunzelt habe, weil ich mir gedacht habe, jetzt fängst du an, Bäume zu umarmen. Mhm. Aber es war einfach so. Ich habe gemerkt, dass die Natur mir wirklich genau dieses Gefühl gegeben hat, dass ich mit allem verbunden bin. Mir gibt es sehr viel Kraft. Also ich habe, Bäume umarmen ist ja auch schon bekannt. Ja, auch im Mainstream würde ich fast sagen, wird natürlich, ich habe es versucht, das ist nicht so meins, aber jeder findet seinen Weg. Also das ist, man muss sich ausprobieren. Aber Natur auf jeden Fall. Und das hat mich dann immer tiefer eigentlich auch in die Spiritualität reingeführt. Und auch, dass ich dann irgendwann auch ich habe von Anfang an während meiner Therapie so Visualisierungsreisen gemacht. Ich hatte dieses Buch von Dr. Simonton, das hat mir ein Freund, der auch Krebs hatte, gleich geschenkt. Das habe ich als erstes mal durchgelesen. Ja. Und dann habe ich diese Visualisierungsreisen gemacht. Allerdings haben die sich bei mir ein bisschen anders entwickelt als in dem Buch. Weil ich diese Trommelreisen oder so Trance- und Bilderreisen, das kannte ich schon seit vielen Jahren. Und das funktioniert bei mir auch super gut. Also ich sehe da immer viel in den Bildern. Mhm. Und das habe ich gemacht. Einfach jeden Tag zu dem Tumor gereist. Mein Heiler hat es zusätzlich mit mir gemacht und hat mir auch ein paar Tipps gegeben, wie ich das machen kann. Und da habe ich auch dann eben viel so auch meinen Tumor gesehen und habe da Bilder bekommen, was das ist und habe auch gemerkt, dass dieser Weg des Kampfes nicht meiner ist. Also ich kann keinen Hashtag Krebs ist ein A-Punkt, kann ich nicht unterstützen. Ja, geht mir genauso. Dazu wissen wir auch so viel, was das von Gedanken, von der Denkweise wieder
auslöst. Und Kampf ist der Fall, für uns der falsche Weg. Ich will niemanden verurteilen. Jeder, so wie er es für richtig hält, ja, muss jeder seinen Weg finden. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Gehört, du hörst ja auch Joe Dispenza. Also das ist einfach, ne? Ich lebe den. Und das ist einfach eine andere Denkweise, auch eben damit umzugehen, was eben auch zu wissen, was Gedanken auch kreieren können. Und da war einfach bei mir auch klar, okay, das wird der Weg der Liebe sein, nicht des Hasses, ne? Weil das ist ein Teil von mir. Und das habe ich auch gesehen in meinen Bildern. Ja, und das war auch wirklich... So wie, wie man inzwischen, was heißt inzwischen eigentlich schon seit den 80er Jahren, weiß, dass biologisch gesehen eine Krebszelle sich in eine normale Zelle umwandeln kann. Das, Achso, das wusste ich nicht. Es ist bekannt jetzt nicht in den Mainstream-Medien, aber klar, also es gibt genügend Spontanvermissionssachen und so. Genau. Also ich bin da ja auch schlauer. Aber das ist natürlich nicht bei unter Onkologen und Schulmedizinern bekannt. Nicht unter allen, aber unter einigen sollte es eigentlich so sein. Ja, es gibt einen Professor, der heißt Professor Seeger, der hat in den 80er Jahren schon entdeckt, dass wenn eine Krebszelle außerhalb eines sauren Milieus ist, deswegen wird immer so viel basische Ernährung empfohlen, kann sie sich in eine normale Zelle zurückverwandeln. Also das ist sozusagen... Ja, das ist aber das ist diese In-vitro-Test. Ne? Der Warburg hat das auch gemacht. Ja, früher schon. Der Warburg, das ist ja schon in den 20ern. Aber Professor Seeger hat das nochmal genauer untersucht. Also das heißt, diese Umwandlung ist biologisch wirklich auch da. Aber jetzt denken wir beide ja da auch gleich, diese Umwandlung der Zelle ist ja auch durch deine Gedanken möglich. Das ist dann wieder der Weg von Mentaltraining, Gedanken, Spiritualität, Meditation. Das ist ja inzwischen alles ein Ding irgendwie. Das fließt ja so ineinander über auch. Absolut, absolut. Auch systemisch. Du hast die Systemik erwähnt. Also ich mache ja Mentaltrainerausbildung, also systemisches Coaching. Ist ja auch nichts Neues. Wusste ich ja auch nicht. Also erst durch die Krebserkrankung gekommen. Also das war dann, also da so habe ich mir das dann halt alles zusammengestellt, was ich quasi mache, um sozusagen von allen Seiten diesem Krebs zu begegnen. Ja, das finde ich jetzt super interessant. Wir sind jetzt so abgekommen, weil wir so ähnlich sind. Aber welche Behandlung hattest du denn? Du hattest ja, da hatten wir angefangen bei EGFR und zielgerechnet. Ich kriege zum Beispiel ein Medikament. Wie läuft es denn bei der Brustkrebsbehandlung dann ab? Es gibt auch zielgerichtete Medikamente bei der Brustkrebserkrankung, die bekommt man aber normalerweise nicht am Anfang. Also am Anfang, bei der Erstdiagnose, kriegst du deine Leitlinie. Also das wären bei mir 4-mal EC gewesen und 12-mal Paclitaxel. Also das sind Chemo. Also und Chemo. Ich hatte da bei meinem Onkobiogramm auch rauskam, okay, also der hat ein sehr, 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 sehr hohes Wachstum, eine sehr hohe Wachstumsrate und ist ein Triple-Negativ, was eigentlich die in Anführungsstrichen schlimmste Variante ist. Mit befallenem Lymphknoten habe ich mich erstmal entschieden, okay, ich mache das mit der Schulmedizin. Von Anfang an also mit komplementärer Begleitung. Das habe ich dann auch gemacht und habe mir aber, während das losgegangen ist, innerlich viele Visionen gemacht oder Ziele anvisiert und habe gesagt, okay, innerlich nach dieser, also das wären 4 erste Chemo-Einheiten gewesen, alle 3 Wochen. Und ich habe gesagt, okay, nach der 3. ist der Tumor weg. Das war mein Ziel. Und dann nach der 1. hat sich nicht wirklich viel getan. Die Nebenwirkungen haben sich einigermaßen im Grenzen gehalten. Aber nach meiner 2. Chemo-Infusion, also nach dem 2. Zyklus, hat sich auf einmal unfassbar viel getan. Also mein Tumor ist wirklich da. Ich konnte zugucken, wie der geschrumpft ist. Also der war über 3 Zentimeter groß. Als es losgegangen ist und am Ende dieses 2. Chemozykluses, also nach der 2. Infusion, habe ich mir den nochmal anschauen lassen. Ich meine, ich wollte einfach sicher gehen, aber der war sehr gut tastbar bei mir
Und ich konnte da wirklich jeden Tag hinfassen und denken, der ist schon wieder kleiner geworden, der ist schon wieder kleiner und der ist schon wieder kleiner geworden. Sodass ich dann nach der zweiten Infusion habe ich gesagt, ich möchte einen Ultraschall haben, er soll sich das bitte anschauen. Und dann hat er den nochmal vermessen. Und dann war der um 80% geschrumpft. Nach zwei EC-Infusionen. Die sind heftig, aber er hat dann selber gesagt, ja, das ist aber mal ein ganz schöner Fortschritt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die zweite Infusion habe ich ehrlich gesagt nicht gut verstanden. Also mein Körper ist wirklich auch nach der ersten Chemoeinheit, ist, da sind meine Leukozyten, die weißen Blutkörperchen schon irgendwie auf 1100 runtergegangen. Unter 1000 kannst du gar keine Chemo mehr machen. Also mein Körper hat echt gesagt, was soll das? Und nach der zweiten war es dann auch wieder so. Und dann habe ich mir gedacht, oh, der hat jetzt irgendwie so gut. Und ich war zu dem Zeitpunkt, war mir klar, diese schulmedizinische Chemotherapie werde ich nicht bis zum Schluss durchmachen. Ich habe inzwischen gelesen, dass es dass es Studien zu einigen Chemotherapiemitteln gibt, die durchaus auch im Verdacht stehen, erst Metastasen hervorzurufen oder den Körper anzutriggern, diese zu bilden. Darunter wäre auch das nächste Mittel bei mir gewesen. Ja. Deswegen war ich da schon so, nein. Dann habe ich auch gemerkt, okay, ich habe das zwar jetzt gemacht, aber das wird nicht mein letztendlicher Weg sein. Das wird es nicht sein. Ich werde das abkürzen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich da noch ein bisschen was Tumor übrig. Jetzt mache ich einfach zwei Kurkuma-Infusionen und schaue einfach, was passiert. Mhm. Ja, ne? Das war dann so der Test. Was passiert? Schrumpft der schön weiter. Es war klar beim Onkobiogramm, dass Kurkuma für mich sehr gut wirken wird. Ich hatte sehr viele Entzündungsfaktoren in und um meinen Tumor. Kurkuma ist ein sogenannter COX-2-Hemmer. Also das ist so ein großer Entzündungsfaktor. Das heißt, es war eigentlich klar, es wird sehr gut wirken bei mir. Und es hat es auch. Ja, ich habe einfach zwei Kurkuma-Infusionen machen lassen. Super. Habe meinen Onkologen gefragt, spricht was dagegen? Der hat gesagt, nö, spricht nichts dagegen. Ja, andere würden vielleicht sagen, sind sie wahnsinnig? Sie können doch mit ihrer Chemo nicht aussetzen. Aber für mich war das immer so, doch, das kann ich. Ja. Mein Gott, also wir müssen uns unbedingt privat unterhalten wegen diesem Onkobiogramm. Das ist ja super spannend, weil das erinnert mich an die Nutrigenomik, dass nicht jeder Körper alles so, also jetzt ist es ein bisschen anders, aber gleich verwerten kann, weil es wird ja auch da immer verallgemeinert, ne? Weil ich weiß Kurkuma schon, aber es wirkt einfach nicht bei jedem. Und wenn man sowas indirekt feststellen kann, ist es super spannend. Das wissen mich auch die wenigsten. Also mir jetzt noch keine. Ja. Also man kann mit Bluttests inzwischen auch ganz gut feststellen, welches natürliche Mittel bei deinem Krebsgeschehen sozusagen helfen könnte. Ist es eher Kurkuma? Ist es eher dieses Artesunate? Ist es vielleicht eher, was gibt es noch? Mistel. Misteltherapie. Also genau, richtig. Wirkt auch nicht bei jedem. Jeder ist individuell. Spannend. Ja, eben. Ja, genau. Oh, das ist ja super spannend. Nein, ich sage jetzt, das wissen wir doch. Die gibt es ja sowieso nicht. Ne? Das ist dann das, wenn man irgendwann mal in die Gedanken dieser Quantenphysik, wir sind eigentlich alle eins und alles passiert gleichzeitig Zufälle sind nur Synchronizität sozusagen von den Zeitlinien, wo wir sind. Ich finde es total abgefahren, nicht, dass ich es wirklich verstehe, aber ich kann dem gefühlsmäßig irgendwie nachgehen. Ja, das ist so. Nee. Ja, verstehen kann man es nicht. Also der menschliche Geist kann vieles nicht verstehen. Der konnte es verstehen. aber ich glaube, der vielleicht. Aber nicht mal so richtig, weil sogar von dem habe ich schon ein Buch gelesen. Weil eben, ich wusste auch nicht, wenn du über die Spiritualität gelangt man zur Wissenschaft. Wer hätte das gedacht? Und die Quantenphysiker sind ja richtige Spirituelle. Ja, das wusste ich auch nicht. Also nicht jeder, aber viele, doch, ganz viele. Das ist ja alles, der Kelch geht an uns vorbei unter normalen Umständen leider. Ja. Deswegen sind wir jetzt da. Ja, ich finde das auch toll mit deinem Podcast, weil es ist einfach auch, da draußen ist so viel Wissen, ne? Wir haben so viel erlebt und wir alle unter unseren unterschiedlichen Therapiereisen, die wir da gemacht haben und Erkenntnissen
Und man kann so viel voneinander lernen, also nicht nur sich Mut machen, sondern auch wirklich voneinander lernen. Einfach, welchen Weg bist du gegangen? Was hast du? Ja, ah, hier auch, absolut. Ah, das ist ja auch total spannend. Ne? Also das ist, und da draußen ja. ist so viel Wissen. Es gibt so, so viele gute zusätzliche Wege, wie du dich therapieren kannst und auch alternative Wege, um Krebs zu heilen. Also das ist wirklich, das muss einfach jedem zur Verfügung stehen. Das ist auch der Grund, absolut. Warum ich mich dann entschlossen habe, ein Buch zu schreiben. Also jetzt speziell für Brustkrebs diesen Ratgeber zu schreiben, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, nicht jeder hat so viel Zeit, wie ich das hatte, glücklicherweise, mich da so breit zu informieren. Ja. Oder auch dieses... Und das ja, oder auch die Kraft und das haben, Wissen. Richtig, also ich die meine, Kraft wir zu fallen haben. Ja alle ich hatte erstmal einen Mann, ein Loch. der mich total unterstützt hat auf meinem individuellen Weg. Ja, also das ist ja auch nochmal wichtig. Was, was sagt deine Familie dazu, wenn du sagst, nee, aber ich will es jetzt anders machen? Oder dein Mann? Oder ne, ich hatte keine kleinen Kinder zu Hause, um die ich mich kümmern musste. Also das war einfach und ich habe da, ich habe auch viele Ärzte kennengelernt, die mir da durchaus auch weitergeholfen haben. Ja? Nicht alle, aber ich bin trotzdem welchen begegnet, die da aufgeschlossen waren. Oder anderen Heilpraktikern und anderen Betroffenen auch, mit denen ich mich ausgetauscht habe. Und das ist einfach, bevor man dann da tausend Bücher wälzt und sich alles mühsam zusammensuchen muss, habe ich mir gedacht, also das gebe ich doch jetzt bitte gerne weiter. Wenn man gerade am Anfang seiner Therapie steht, dann kann man gucken, okay, was gibt es innerhalb von der Schulmedizin auch noch für Möglichkeiten, wie so ein Onkobiogramm? Was gibt es noch andere Vorsorgemöglichkeiten außer Mammographie und so weiter? Und was sagt die Ernährungsmedizin? Da gibt es so viele Studien und gute Erkenntnisse. Was sagt die, das ganze Wissen aus TCM und auch europäische Kräuterkunde, da gibt es ja ganz tolle Sachen auch, Ayurveda. Und natürlich dann, was ist dieses große Feld Emotionen, Gedanken, Immunsystem, ne, mentales Training, Visualisierung bis hin Meditation, Übungen, bis hin zu spiritueller Welt. Was gibt es da für Möglichkeiten einfach zu heilen? Und ich glaube, wenn wir uns selbst dann in unserer Gesamtheit und auch die alle Aspekte dieser Krankheit liebevoll betrachten und auch versuchen, das anzunehmen, was uns diese Krankheit auch sagen will oder uns auch gibt an Möglichkeiten und Chancen, dann ist es eine sehr, sehr gute Voraussetzung, wirklich zu heilen. Ja. Sag mal, hattest du mit der biologischen Krebserfischung was zu tun? Ja, natürlich. Also das ist, dieses ist ja auch super toll. Weil die machen das ja schon seit Jahrzehnten, genau das, was du sagst, aber weiß ich, das mit dem Onkobiogramm. Das Onkobiogramm, glaube ich, so heißt es eben. Professor Schaller heißt der hier in München, der nennt das so. Aber es bei Biokrebs kann man auch ganz viel nachgucken. Die empfehlen die anderen, Mamaprint, Oncotype und noch ein paar andere. Also doch. Also ich bin auch... Ach so, okay. Ja, das habe ich da noch nicht gefunden. Also siehst du, da dachte ich, ich wusste alles ganz schön arrogant. wahrscheinlich ist es eben, also ich habe halt immer unter den ganzen Brustkrebsbroschüren, Infoartikeln und da Studien, ich habe halt sehr speziell danach geguckt. Deswegen, ja. Ja, vielleicht gibt es da auch mehr. Ihr seid ja ein bisschen im Vorteil, muss man ja sagen. Ne? Also da müssen wir uns nichts vormachen. Lungenkrebs ist weil das dran. Ist noch ein bisschen, noch nicht so publik, Brustkrebs, ich weiß nicht, immer mehr Frauen, immer mehr junge, große auch. Lobby irgendwie oder prominente. Lungenkrebs hat natürlich auch nochmal dieses andere Stigma und da wird noch nicht so viel gut gemacht, leider. So, dafür setze ich mich ja jetzt ein. Das also, ist auch gut so, weil ich meine, ich fange ja mal auch, an. Ich glaube, hat die zweithöchste Rate auch Lungenkrebs, glaube ich. Ja, jetzt die neuesten Zahlen, die zweithöchste war bis vor kurzem, ich würde sagen fast schon Jahrzehnte an Stelle Nummer 1. Aber da ist ja auch noch das Stigma und Rauchen und so, aber da brauchen wir jetzt nicht ausholen. Es ist nur so, über Brustkrebs sieht man jetzt so viel und es ist über spezialisiert. Ja, bei Lungenkrebs ist es ein bisschen schwieriger. Aber es kommt da jetzt auch viel, es passiert viel. Aber darüber werde ich in die Zukunft Aufmerksamkeit auch mehr und auch sehr, sehr viele Studien.
werden einfach an Brustkrebs gemacht, das stimmt. Und es haben natürlich auch, das sehe ich ja auch jetzt auf Instagram oder wenn ich irgendwo schaue, wie wahnsinnig viel junge Frauen unter 30 oft Brustkrebs haben. Also da ist es schockierend, echt. Also es ist... Absolut, absolut. Das habe ich ja auch erst durch meinen Podcast erfahren oder durch Instagram. Und Lungenkrebs ist ja genauso. Es gibt ja wirklich, es gibt ja, du kannst auch ab 20 oder Mitte 20 auch schon Lungenkrebs kriegen. Das ist auch nicht bekannt. Das ist ja das. Ich sage ja, das ist die Umweltverschmutzung. Ja. Da bist du mir bestimmt mehr konform, bist ganzheitlich unterwegs. Also da kann man nicht vorbeischauen. Da redet leider keiner drüber. Klimawandel, ich meine, geht uns alle an, auch gesundheitlich. Ich meine, doch Dr. Eckart von Hirschhausen engagiert sich da selber. Das weiß ich, aber so dieses Krebs und Umweltverschmutzung, das ganz, findet ganz, man nicht ganz unbedingt. Ganz großer Faktor aber auch. Obwohl das auch schon bekannt das ist. Das meine ich eben auch. Das hat mich auch manchmal ein bisschen nicht geärgert, aber das habe ich so ein bisschen die Augen aufgerissen, weil natürlich oft bei Krebs dann immer so auf die persönlichen Faktoren geschaut wird von dem Menschen. Na, wie hast du dich ernährt? Wie schläfst du? Ja. Und was hast du für einen Lifestyle und so? Ja, das ist alles, ne, genau, heißt es genetisch. Hast du es in der Familie? Das ist alles wichtig und das ist auch alles richtig. Aber der gesellschaftliche Faktor wird da halt rausgenommen. A, auch der Stress, den die Gesellschaft uns macht in diesem Leben. Und auch natürlich die ganze Umweltverschmutzung. Alles das, alles, was in Plastik eingepackt ist, was wir alles essen, all die ganzen hormonwirksamen Zusatzstoffe in Kosmetika, krebserregende Stoffe in Kosmetika, alles in Plastik, das ist so ein wichtiger Faktor. Ja. Da müssen wir auch unbedingt mehr drüber reden. Das muss einfach publik gemacht werden. Ich meine, ich bin auch Mutter einer Tochter und das ist den meisten nicht bewusst. Klar, bei Krebs ist es immer so, oder Krankheiten, man schützt sich ja. Ist ja auch menschlich. Das haben immer die anderen. Ne? Aber es ist wirklich dieses Umweltfaktor, was uns alle angeht. Und wie ungewissenhaft, wie viele Leute auch mit dem Auto rumdüsen und was das direkt beeinflusst in der Gesundheit mit dem Feinstaub. Das ist nicht vielen bewusst, glaube ich. War mir früher auch nicht bewusst. Aber im Moment merkt man bei den jungen Leuten, es trifft ja immer mehr Junge. Das ist ja statistisch noch gering und wird nicht erwähnt. Deswegen ist es so wichtig, darauf aufmerksam zu machen, weil da sieht man mal, dass es jetzt immer mehr und mehr uns betrifft. Okay. Haben wir das auch? Ja, nein, also das ist so mein Lebensthema. Also ich denke da immer so an mein Umfeld, das interessiert ja niemanden. Auch dass ich an Lungenkrebs erkranke, das ist halt so. Keiner interessiert das ist echt ein Trauerspiel. Aber das, ich glaube, das ist halt so. Muss ich auch erfahren, wie unterschiedlich die Menschen dann darauf reagieren, wenn man sagt, man hat Krebs. Also die einen, die wirklich... Also so habe ich zumindest erfahren, es gab wirklich Menschen, die mir sehr, sehr nahe zu mir gerückt sind, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass sie es tun werden. Und andere, die ich vorher als nah empfunden habe, sind weg. Das zieht sich bei jedem das so. Das geht jedem also, so, glaube ich. Wie reagiert auch das Gegenüber und welche, glaube ich, auch aus Panik ziehen sich dann zurück. Also, weil sie vielleicht auch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Also ich hatte dann, wie gesagt, mir zwei Kurkuma-Infusionen geben lassen. Also einmal die Woche einen. Und dann, dann war es für mich so, dass ich eigentlich meinen Tumor nicht mehr tasten konnte. Also ich habe mir dann gedacht, ich finde den ehrlich gesagt jetzt nicht mehr wirklich. Und dann war mir klar, okay, ich will jetzt die OP. Und dann bin ich zu dem Chirurgen gefahren und habe dem gesagt, so, können Sie bitte nochmal nachschauen, Ultraschall, ich möchte jetzt die OP. Der hat natürlich mich mit sehr großen Augen angeschaut und hat gemeint, wie, Sie haben jetzt zwei, also das ist quasi der Hälfte des ersten Chemozykluses, Sie wollen jetzt die OP, ja. Und dann hat er sich das angeschaut und hat er gemeint, ja, also es war schon schwierig zu finden. Der wurde vorher sozusagen geklippt, damit die den dann, falls sich die Tumormasse so reduziert, dass man dann bei der OP den nicht mehr findet, dass man weiß, wo er war. Deswegen wird der dann vorher geklippt. Dann hat er gesagt, ja, also der ist ja Gott sei Dank geklippt auf dem Ultraschall ein paar Millimeterchen.
Dann habe ich gesagt, ja, ich will jetzt die OP. Dann hat er gemeint, okay, also wenn mein Onkologe mir das okay gibt, dann macht er es. Dann bin ich wieder zum Onkologen, habe gesagt, so und so, bitte schauen Sie auch noch mal schön im Ultraschall nach. Der hatte so ein 4D-Ultraschall, da kann man wirklich alles sehr, sehr gut sehen. Und dann habe ich dem gesagt, so, ich möchte weder die Chemo weitermachen, noch werde ich mit dem zweiten Chemomittel weitermachen, sage ich ihm gleich. Und ich möchte jetzt die OP, spricht was dagegen? Dann hat er gesagt, nö, spricht nichts dagegen. Er ist sowieso nicht so ein Fan von diesem Gießkannenprinzip, was man da einsetzt. Dachte ich mir, okay, gut. Das hat er zwar vorher nicht so deutlich gesagt, aber jetzt, wo ich so deutlich auch war, ich glaube, die Ärzte sichern sich einfach auch ab. Ne? Absolut, absolut. Und da zeigst du wieder, was du vorhin angesprochen hast, die Eigenverantwortung. Du bist natürlich jetzt durch deine Vorbildung von Anfang an recht stark gewesen, weil das muss man echt betonen, da muss man sehr viel Stärke mitbringen, so klar das auszudrücken. Ne? Ja, aber das ist auch was, was ich gelernt habe. Also das war, ich kann nicht sagen, dass ich bin schon überzeugt von all dem, was ich dann da auch an Wissen hatte, aber das so selbstbewusst hinzustellen, das hätte ich wirklich nicht von mir erwartet. Also ich weiß, dass viele dann gesagt haben, boah, du bist da so mutig und du machst es so, und ich weiß, ja klar, irgendwie schon, aber es war einfach auch so, natürlich haben viele dann gesagt, bist du wahnsinnig oder also, nein und das geht nicht und schau dir mal die Prognosen und die Statistiken an und das ist das Einzige und was weiß ich. Ja. Aber ich war einfach innerlich so überzeugt, dass das Richtige für mich ist. Und das bin ich auch heute noch. Wirklich. Darum geht es ja auch. Ja. Egal, was du machst, manche machen auch die Chemo, das muss man aber auch betonen. Richtig. Und heilen durch die Chemo, die gar nicht so toll ist nach Statistiken oder nicht Statistiken. Da sind wir uns, glaube ich, auch wieder einig. Ja, wir sind ja keine Statistik. Nee, eben, jeder Körpermensch ist anders. Ja. Und du musst in dich reinhören und musst wissen, was ist für mich der richtige Weg. Genau. Und das war's. Und nicht, was der Arzt sagt. Ja. Und ich hatte da eben auch schon drüber nachgedacht, eben wegen, weil ich ja auch keine Bestrahlung machen lassen wollte. Und was natürlich auch so, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht und so und unbedingt und triple negativ und so. Und ich war aber, ich weiß noch, ich bin dann mal an einem Waldspaziergang gegangen, habe gesagt, okay, ich entscheide mich dagegen. Und jetzt stelle ich mir vor, ich habe ein Rezidiv. Einfach mal angenommen, ich habe ein Rezidiv. Was ist dann für mich schlimmer, wenn ich eine Bestrahlung habe machen lassen und ein Rezidiv habe, was ja durchaus im Bereich des Möglichen liegt, obwohl ich die Bestrahlung nicht machen lassen wollte und auch nicht an die Bestrahlung glaube? Oder fühle ich mich schlechter, wenn ich ein Rezidiv habe und ich habe die Bestrahlung, weil es das ist, was ich wollte. Und es war für mich ganz klar, dass ich mir mehr Vorwürfe machen würde, wenn ich eine Bestrahlung machen lasse und dann ein Rezidiv habe. Weil ich gegen meine Überzeugung gehandelt hätte. Ja. Ja. Und dann war die Entscheidung für mich klar. Ja. Und diese Bestrahlung ist einfach für mich, da wird der Rest deines, wie sagte ein Arzt, da wird der Rest des Onkol, des Gott, ich kann schon nicht mehr sprechen, da wird der Rest vom lymphozytären Wall, also das, was die Lymphknoten noch leisten können, um das aufzuhalten, dass es so viel in die Lymphe und in die Blutbahn gerät, die werden so geschwächt von der Bestrahlung. Mhm. Das war für mich so, nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Mhm. Und dann, genau, also das heißt, ich bin dann in die OP gegangen. Ja. Hab gesagt, so. Und die OP verlief auch sehr gut. Also dazu muss man sagen, ich habe eine sehr schlanke Brust, wie der Chirurg immer so schön meinte. Okay. Und Charmant. Das war dann, ja, genau, charmant. Und das war für ihn durchaus auch optisch sozusagen eine Aufgabe, das rauszuoperieren, weil man operiert ja dann doch fast genauso viel, wie vorher der Tumor groß war, obwohl er ja so schön geschrumpft war bei mir. Ja, ja.
Das war erstmal auch so Verzweiflung. Oh, nein, jetzt ist er doch so viel geschrumpft, warum muss jetzt da trotzdem? Aber er hat gemeint, ja, nicht, dass da noch irgendwo was ist und ja, so. Im Gewebe. Aber er hat es wirklich sehr, sehr schön gelöst und hat eben auch so die erste Stufe der Axilla-OP gemacht. Also da sind dann nochmal so 9 Lymphknoten rausgenommen worden. Die werden eben dann angeschaut, ob die befallen sind. Und es war dann so, dass ein Lymphknoten eben befallen war, aber nur einer. Und so, dass man auch nach Leitlinie eine Achsel auch nicht mit bestrahlen würde. Es waren dann noch 5 Millimeter von dem Tumor übrig. Okay. Und das haben sie auch im Gesunden entfernen können. Und somit war eigentlich alles gut. Ich habe zwar leider nach der OP eine Neuralgie entwickelt, weil einfach Nerven da verletzt worden sind. Also das war dann äußerst schmerzhaft. Erstmal 3 Monate lang hatte ich echt so ganz starkes Hautbrennen, so wie wenn man wirklich einen super Sonnenbrand hat. Also an der Brust und auch an der Arminnenseite. Also das hat mich erst nochmal irgendwie, das hat mich dann komischerweise mehr erschüttert als alles das, was vorher war, auch interessant. Ja, also gut, Schmerz halt, aber Neuralgie kenne ich mich auch aus inzwischen. Hast du dann mit deinem Heiler nicht zusammengearbeitet? Quanten? Energie? Doch, habe ich natürlich auch, das habe ich die ganze Zeit, aber das war am Anfang, war das nach der OP, das war richtig schlimm. Also okay. Das hat da haben so die richtig was getrennt, getan. Oder? Also richtig, ja, die haben richtig die Nerven da durchgetrennt. Ja. Und dann war auch so, naja, so eine Neuralgie, das kann mal 3 bis 6 Monate dauern. Und ich war so, what? Also ich hatte auch das Gefühl, ich bin da so, also ich hatte schon zwischendrin auch meine totalen Weinattacken absolut. Ja. Und meine Verzweiflung. Ja. Gut, dass du das sagst. Das ist, glaube ich, auch ganz natürlich wichtig. Natürlich, nicht stärken. Nein, überhaupt nicht. Also ich bin da auch echt manchmal heulend abends auf der Couch gesessen und habe mir nur gedacht, was passiert hier eigentlich gerade alles? Und ich schaffe das nicht. Und warum? Also die Warum-Frage habe ich mir Gott sei Dank nicht so viel gestellt, weil die führt einen ja sowieso nirgendwo hin. Ja. Aber es war trotzdem immer noch so dieses Go. Ich muss jetzt machen, ich muss jetzt machen, ich muss was machen, ich muss was machen. Und nach dieser OP, wo für mich erstmal der Schluss jetzt war, dass ich dann quasi diese Neuralgie hatte und mir gedacht habe, jetzt habe ich 3 Monate lang diese Schmerzen, die waren richtig schlimm, ist bei mir so ein Damm gebrochen auch. Da bin ich erstmal eine Woche lang im Bett gelegen und habe nur geweint. Ja. Also auch interessant, ne? Ja. Die Psycho-Onkologin hat gemeint, ja, also bei der lebensbedrohenden Erkrankung waren sie nicht so verzweifelt, haben sie sich nicht so der Verzweiflung hingegeben. Jetzt schon. Aber vielleicht war das, also für mich war das wirklich auch so, dass das dann da jetzt einfach alles nochmal rausgekommen ist. Ja, auf jeden Fall. Und das passiert ja dann, selbst wenn eine Akuttherapie vorbei ist, das kennst du ja auch, die Phasen hat man ja auch immer wieder, das war dann auch meine Seele, die hat schon noch ganz schön hinterhergehinkt. Ja, logisch. Und traumatisch. Tut es noch. Ja. 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 Ja, genau, aber und dann wurde das irgendwann besser und dann war für mich auch klar, dass ich nach der OP meine Rezidivprophylaxe wird eine homöopathische Behandlung sein, also eine homöopathische Behandlung mit Hochpotenzen. Mhm. Das hatte ich mir ausgesucht. Den Arzt habe ich mir auch schon ausgesucht. Das ist auch die Bücher von dem habe ich schon vor Jahren auch gewälzt, auch als meine Mutter Krebs hatte. Ich bin auch ein sehr großer Fan von Homöopathie. Kannst du gerne erwähnen und ich verlinke es auch gerne, weil du hilfst damit ja anderen. Ich meine, wenn du nicht dran glaubst, musst du dich ja nicht an den Wänden oder die Bücher lesen. Ja, richtig. Also ich bin in Behandlung bei dem Dr. Mediens Wurster. Mhm. Der hat eigentlich 20 Jahre in der Schweiz, in der Klinika Santa Croce gearbeitet. Das ist eine Krebsklinik, also spezialisiert auf Krebs. Und Homöopathie, ne? Richtig, Krebs und Homöopathie. Ja, hat mir meine Homöopathin auch gesagt, ja. Ja, die ist eigentlich europaweit oder weltweit auch bekannt. Okay.
Der Dr. Wurster ist ursprünglich eigentlich aus München. Aha. Und ich fand es immer sehr faszinierend, auch wie die gearbeitet haben, wie Krebs da gesehen wird. Für mich ist ja Homöopathie eigentlich Quantenheilung, weil es ist ja das, was transportiert wird, ist ja. Energie. Ja, ne? Ja. Also so sehe ich das. Das ist eigentlich, ist die Homöopathie der Wissenschaft voraus oder ist eigentlich die modernste Form der Heilung, finde ich. Selbstheilung halt, und, ja, die modernste, ja, wenn man sich damit beschäftigt, ja, dann genau, ist es über Energie, ja. Deinem Körper wird Energie gegeben auf Quantenebene. So. Also wir bestehen ja nur aus Licht und Energie. Und dadurch wird deinem Körper geholfen, sozusagen dein Immunsystem so wieder in Trab zu bringen, dass es dann eben auch seine Aufgaben erfüllen kann und sagen kann, hier diese Zelle, oh du, nee, also du musst jetzt leider, du funktionierst nicht mehr so gut. Ja. Du musst jetzt aussortiert werden. Ja, wobei man ja auch immer noch bei Homöopathie, weil das ja auch so kritisiert wird, klar, was nichts kostet in Anführungsstrichen und wirkt. Ja. Betonen muss Nocebo- und Placebo-Effekt. Ich meine, jedes Medikament wird danach geprüft, also gerade Placebo-Effekt. Ne? Also, richtig. Also, ja, richtig. Jedes Medikament wird auf Placebo-Effekt. Genau. Und jedes Medikament wirkt auch bei vielen Patienten, obwohl sie es nicht bekommen haben. Ja. Also nicht nur homöopathisch, sondern alles andere, ich weiß. Ja, ja. Ich finde das sehr, muss man sehr, betonen sehr nochmal. Weil ja, wir kennen uns da aus, aber da muss man sich auch erstmal reinlesen. Ne? Das kriegt man nicht in die Wiege gelegt. Nee, aber ich finde es auch schade, weil viele Menschen auch gar nicht oft die Chance dafür bekommen und oder sie auch nicht nehmen, sich da mehr damit zu beschäftigen, weil dieses, also ich finde, der Umgang mit Homöopathie ist fast schon in Anführungsstrichen ketzerisch. Absolut. Also absolut. Wenn ich etwas poste über Spiritualität, über Quantenheilung, und ich meine, das ist ja auch abgefahren. Ja. Da gibt es immer, ja toll, super interessant, spannend, kenne ich mich zwar nicht aus, aber finde ich spannend, poste ich einmal was über Homöopathie. Kommen sofort böse Kommentare. Ja, das ist ja alles Placebo, das ist ja alles Abzocke, das ist ja überhaupt nicht wissenschaftlich bewiesen. Es ist inzwischen sogar wissenschaftlich bewiesen, weil wir sind ja auch jetzt können wir ja auch schon Nanopartikel anschauen. Aber da ist so eine große Lobby dagegen. Ja. Und es ist so eine wunderbare Form von Heilungsmedizin, die auf ganzer Ebene heilen kann, die nichts kostet. Und die für jeden Patienten ein so unfassbarer Gewinn sein kann. Da muss ich auch nochmal einschränken. Also ich bin auch dafür, die nichts kostet. Sie ist teuer und sie soll ja dummerweise auch von den Krankenkassen nicht mehr bezahlt werden. Es gibt ja Ärzte und das sagt viel, weil sie wirkt. Und warum wirkt sie? Was ist denn meine Erklärung ist da wirklich, für mich persönlich, da haben wir den Placebo-Effekt. Ein Homöopath nimmt sich sehr viel Zeit und macht eine gescheite Anamnese, wie ja jeder Schulmediziner die Chance haben müsste, vom Kassensystem diese machen zu können. Ja. Manche wünschen sich das ja auch. Irgendwann werden Schulmediziner natürlich auch Mischugge, weil die müssen ja Geld verdienen. Das muss man auch dann wieder sehr differenziert sehen. Ne? Aber dass da eine Lobby dagegen ist, und da kann man eigentlich eher davon ausgehen, wenn eine Lobby dagegen ist, weil Homöopathie teuer im Vergleich zur Schulmedizin, da kannst du drüber lachen. Man muss immer differenzieren, oder? Ich sag mal so, das von mehreren Seiten beleuchten. Ne? Also wollte ich jetzt nur einwerfen, das war so meine Meinung. Ja, absolut. Absolut. Ja. Genau. Und es ist ja auch, ich fand es auch sehr, sehr schön, was Dr. Spinedi in dem Interview mal gesagt hat. Er würde sich so wünschen, dass die Schulmedizin mit der Homöopathie zusammenarbeiten würde, weil es gibt einfach viele Dinge, die Homöopathie ergänzend zur Schulmedizin leisten kann, was Schulmedizin nicht kann. Ja? Und umgekehrt. Und es passt auch sehr gut zusammen. Und das machen sie auch ganz viel bei sich, dass sie wirklich Menschen begleiten, homöopathisch, die gerade in einer Chemotherapie oder so drin sind und dann merken, wie einfach auch die Chemotherapie besser wirkt dadurch. Ja. Also man muss das ja nicht ausschließlich machen. Aber ich denke immer, ich finde es so schade, dass man es... dass es oft so von sofort verdammt wird, ja. Absolut. Und das, was wir vielleicht mit unseren Gedanken, wie Joe Dispenza auch sagt, das, was wenn wir einfach uns in dieses Feld begeben mit unseren Gedanken in der Meditation, dann kann unser Körper auch heilen, weil unser Körper sich nach unseren
Gedanken quasi bildet, ja. Mhm. Nichts anderes macht auch das homöopathische Mittel in der Hochpotenz. Es ist eine Energieform, die uns gegeben wird, was unseren Geist und auch unsere Zellen anregt, sich zu verändern oder verändern zu können. Also so sehe ich es für mich. Absolut. Und ich bin, glaube ich, sehr an Selbstheilung, aber das kann ich jetzt sagen, mental dürfte ich das nicht haben, aber du darfst nicht alle heilen, davon redet der Dispenser natürlich auch nicht, wo es nicht erfolgreich war. Mhm. Und weil da die Leute geraten ja schnell unter Druck, wenn du sagst, jeder kann heilen durch das und das. Ich glaube sehr dran, aber ich letztendlich das letzte Stück, ob wir heilen, das betrachte ich jetzt. Manche sagen Gott, ich sage als universell. Also das letzte Stück Garantie gibt es einfach nicht. Nee, gibt es nicht. Da denke ich wieder so an den Seelenplan jetzt so vom Spirituellen. Ja. Aber das möchte ich auch nur in den Raum werfen, weil sich Menschen oft so unter Druck setzen, wenn die sowas hören, weißt du? Ja, und an sich zweifeln. Du absolut recht. Ja. Ja, genau. Ja, gut, dass du das nochmal sagst. Ja. Das sehe ich genauso wie du. Das ist nichts Absolutes. Es ist einfach, für mich ist dann, es kann dann stattfinden. Ja. Ja? Ich schaffe eine Voraussetzung dafür und ich bin da genauso wie du. Es gibt keine Garantie für gar nichts. Ja. Ne? Und je nachdem, nennt es Schicksal oder Gott oder Seelenplan oder was auch immer da für dich in Anführungsstrichen vorgesehen ist, was deine Lernschritte in diesem Leben sein sollen. Das ist das Einzige, was wir da tun können, ist das anzunehmen. Und das hört sich leicht an, aber das weißt du auch. Ja. Und das weiß ich auch. Das ist natürlich unheimlich schwer. Ja, da kommen wir an den Punkt natürlich, der Tod gehört zum Leben dazu, das darf man nicht vergessen. Absolut, genau. Ja. Aber ich denke, es ist auch eine Form von, für mich eine Form von Selbstliebe zu schauen, okay, jetzt bin ich hier in diesem Leben, jetzt habe ich gerade diese Aufgabe, die habe ich mir jetzt bewusst nicht wirklich ausgesucht und es muss auch, ich lerne jetzt dadurch, ich brauche es aber auch nicht nochmal, also hallo. Aber okay, dann nehme ich jetzt alle Aspekte von dem, was jetzt da auf mich zukommt, an und versuche einfach das Bestmögliche, was mir möglich ist, auf allen Ebenen zu heilen, ne? Oder mich zu transformieren, sagen wir mal so, ja, mich zu verändern, so dass ich dann wenigstens auch sagen kann, okay, ich habe auch mein Leben neu gestaltet oder anders gestaltet, sodass ich jetzt dann auch bewusster und auch vielleicht glücklicher bin, obwohl ich irgendwie diese Krankheit durchmachen musste. Ja, also es gibt viele Menschen, denen es so geht. Ich gehöre auch dazu. Ich weiß ganz genau, wovon du sprichst, aber nicht jeder. Aber viele Kopf finden den Weg. Das ist ja das Beeindruckende bei Krebskranken, ne? Ja. Krankheit als Weg, Krebs als Weg. Also das werden ja auch immer mehr. Ja, also die Menschen öffnen sich ja mehr mit dem gegenüber. Wir sind da ja auch aufgeklärter, wir wissen ja auch, was gerade los ist. Ne? Also genau. Da reden wir jetzt, da gehen wir auch nicht noch ins Detail. Ich glaube, wir fangen jetzt mal an. Ich weiß gar nicht mehr, wir holen immer so wahnsinnig aus und das finde ich so super interessant und ich finde das ja auch gut. Und wie wir selber und du selbst am Anfang gesagt hast, wie sich das Gespräch entwickelt. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir in deiner Behandlung stehen geblieben sind, bei der Neuralgie. War das so? Ja, also bei der Neurologie beziehungsweise also homöopathische Behandlung mit Hochpotenzen. Das ist das, was ich seit September 2019 mache. That's it. Also ich habe meinen Ernährungsplan, ich habe meine Nahrungsergänzungsmittel, die wichtigen Sachen, die ich nehme. Ja. Ich versuche... Darf ich da mal, Entschuldigung? Ja. Nahrungsergänzungsmittel, bist du da auch nach einem Messverfahren gegangen oder ist es einfach so nach deinem Wissen oder mit deinem Heilpraktiker, du bist ja selber Heilpraktikerin. Wie machst du das? Ja, das habe ich quasi von dem, was ich wusste und habe das abgesprochen mit dem TCM-Arzt, so der dann gesagt hat, ja okay, das ist ihr Weg, den sie gehen wollen, okay, Rezidiv ist in den ersten 2 Jahren am ehesten, dass es sein kann. Also da würde ich diese Medikation hochhalten und dann kann man auch ein bisschen lockerer werden. Und da haben sich ein paar Sachen in meinem Onkobiogramm einfach gezeigt, worauf mein Tumor gut reagiert oder was mich auch wiederum schützt.
vor einem Rezidiv, das nehme ich dann. Und auch allgemeine Sachen, die ich halt weiß aus der Ernährungsmedizin, wie Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, ja, die ja einfach so eine wichtige Rolle spielen. Absolut. Ja. Das nehme ich. Und dann eben die homöopathische Behandlung, also einfach die meinen Geist und meinen Körper ja mit behandelt. Das ist ja alles eins in der Homöopathie. Und das ist es. Meine spirituelle Praxis sozusagen habe ich einfach weiter ausgebaut, weil ich gemerkt habe, das zieht mich da auch hin, sodass ich jetzt selbst mich zur Heilerin ausbilden lasse. Mhm. Und worauf ich noch hinaus wollte, das werfe ich jetzt nochmal ein, weil das muss man, glaube ich, auch nochmal betonen, dass natürlich Nahrungsergänzungsmittel sich manchmal mit einem Medikament querstellen können. Also deswegen ist es so wichtig, dass es so ganzheitliche Ärzte gibt. Ne? Also weil mein Onkologe kennt sie gar nicht aus und der weiß gar nicht, ob sie es verträgt. Ich sage jetzt nicht, wie ich das mache. Ich gehe meinen eigenverantwortlichen Weg. Aber mache eigentlich auch mehr das, was du halt sagst mit Omega-3, Nährstoffe, was du im Blutbild siehst. Das wollte ich nur sagen, noch kurz dazu einwerfen. Da bist du wahrscheinlich mit mir auch konform. Ne? Mhm. Also mal eben so komplementäre Mittel und Medikamente oder Chemo nicht gut, nicht unbedingt gut. Es kommt immer drauf an, was genau. Es ja, ist genau, eigentlich, das sollte man wissen. Ne? Genau, man sollte es wissen, wobei ganz viel, oder man sollte dann natürlich wissen, wenn man sich zum Beispiel Vitamin-C-Infusionen geben lässt, dass die immer 24 bis 36 Stunden von der Chemoeinheit entfernt sein muss und so weiter. Es gibt so ein paar Sachen, die zusammenspielen, aber bei den meisten Sachen, also wie jetzt bei Vitamin D und Omega-3 und auch wenn man Kurkuma nehmen will, also ich meine, das stört wirklich kein Medikament. Genau. Ja, wobei, da musst du aufpassen, weil in meinem Medikament, ich dürfte kein Johanniskraut nehmen und da würdest du jetzt nicht drauf kommen, weil jedes natürliche Mittel ja auch wieder eine medizinische Wirkung hat. Ja. Also, aber deswegen komme ich drauf. Ja, richtig, Johanniskraut ist natürlich auch ein Mittel, was einige Dinge stört. Okay. Johanniskraut ist so ein Kraut. Genau. Ja, aber das ist ein Kraut und das kriegst du in der Drogerie und dann rechnest du nicht damit, das wissen die wenigsten, das muss man immer betonen. Also letztendlich kommt die Pharmaindustrie, das sind ja alles künstlich erzeugte Heilpflanzen auch teilweise, wenn du es so siehst. Ne? Also darf man ja auch nicht vergessen, das kommt ja daher. Aber das jetzt hole ich aus, aber das wollte ich nur kurz noch erwähnen. Jetzt erzähl mal, nimmst du denn noch Medikamente? Also du hast irgendwas gesagt, 2 Jahre danach und Behandlung, das musst du noch kurz sagen, weil... Also ich nehme im schulmedizinischen Sinne keine Medikamente. Nein. Okay, gut, das wollte ich wissen. Nee, also da ist auch jetzt in meinem Falle nichts vorgesehen für mich, sozusagen auch von der Schulmedizin. Ne, ich habe ja keinen hormonabhängigen Tumor, das heißt, ich muss auch irgendwie keine... sogenannte Aromatasehemmer oder sonst, also ich muss auch keine Antihormontherapie oder so machen, weil in meinem Fall macht das ja gar keinen Sinn. Also das ist eben auch das bei Triple-Negativ-Brustkrebs, es gibt nichts, was man zur Prophylaxe tun kann. Man kann mit einem Medikament, man in der Schulmedizin, man kann nirgendwo ansetzen. Ja, sozusagen. Aber es gibt andere Wege und das ist jetzt super spannend. Du bist Heilpraktikerin, Ayurveda-Expertin und machst so eine Heilerausbildung und möchtest du dich und schreibst ein Buch. Und möchtest du dich auf brustkrebskranke Frauen auch spezialisieren? Oder weil das ist für viele, glaube ich, eine große Stütze, gell? Also da bin ich mir noch gar nicht so im Klaren drüber, aber es könnte schon sein. Also ich gehe jetzt einfach mal so nach dem, was ich machen möchte, einfach so nach meinem Gefühl. Ja. Und ob es letztendlich dann dahin führen wird, dass ich mich darauf spezialisiere, weiß ich noch gar nicht so genau. Aber es ist auf jeden Fall ein Weg, den ich jetzt eine Zeit lang gehen möchte. Und auch da speziell eben auch Brustkrebspatientinnen oder Patienten, gibt es ja auch inzwischen Männer, die das haben, auf jeden Fall beraten möchte. Ja, gut. Doch. Also das ist, aber was sich dann, wie es sich genau gestaltet, wird sich zeigen, genau. Ja, natürlich. Ja. Das ist sowieso so. Und was wollte ich jetzt fragen? Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Möchtest du noch was sagen? Wir haben wahrscheinlich schon einfach alles angesprochen. Ich glaube, also wir haben jetzt wirklich viele, viele Dinge thematisiert. Ich meine, so viel Zeit hat man ja gar nicht,
um in einiges tiefer einzusteigen. Aber ich glaube, ich kann nur sagen, irgendwie, ich hoffe einfach, dass in Zukunft da auch die Schulmedizin mit der Naturmedizin einfach mehr und besser zusammenarbeitet, dass es auch in dem Bereich Krebs einfach auch mehr Onkologen gibt, die sich einfach ganzheitlich mehr interessieren, dass Ärzte vielleicht auch ein bisschen mehr über Ernährung in ihrer Ausbildung lernen oder so. Das sind so wichtige Faktoren einfach. Ja, da wird ja schon ansatzweise gemacht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist noch so, also wie ich es in München erlebt habe und mich beraten lassen habe und das Wissen, was ich mir selber angeeignet habe, das ist wirklich ein bisschen lächerlich leider, dies 0815, ne? Also ist leider so. Da muss noch viel passieren und wie du so gesagt hast, die Onkologen, wenn sie offener dem aufgeschlossen sind und wenn das Kassensystem sich noch so verändert, dass man mehr reden kann und mehr Zeit für sowas hat, dann schaffen wir das auch noch. Aber Gott sei Dank gibt es ja schon Menschen, die so ticken. Du musst mir unbedingt die Links schicken von diesen ganzheitlichen Ärzten. Das ist so wichtig. Ja, absolut. Für mich auch persönlich, weil ich ja bei München wohne. Und was wollte ich noch sagen? Sage mal, was ist denn los mit mir? Ich verliere den ganzen Tag den Faden. Ja, sorry. Mach doch nichts. Lass sie im Raum stehen. Kommt dann schon wieder, war da nicht so wichtig. Ich habe gesagt, verlinken. Ja. Ganzheitlich. Und es gibt ja auch ganzheitliche Kliniken, Gott sei Dank, ne, habe ich auch bei mir auf der Homepage, also die ich kenne, zwei in Bayern. Also da tut sich schon was, aber ich glaube, die größte Hürde sind wirklich die Onkologen und die Schulmediziner, die dich als erstes behandeln, weil ich weiß nicht, wie dein Weg war, das können wir noch kurz anschneiden. Du musst eine Chemo, außer bei manchen Krebsarten oder Leukämie, was ich weiß, nicht sofort anfangen. Also der Krebs entsteht nicht über Nacht. Ja. Also du solltest schon Bedenkzeit haben. Du wirst ja meist Freitag die Diagnose, Montag geht's los und du weißt gar nicht, wo dir der Kopf steht und hast das Gefühl, du musst es auch sofort machen, sonst stirbst du so nach dem Motto. So wird dir das suggeriert. Und ich denke, da muss ich schon, das ist gesunder Menschenverstand, da sollte sich was ändern, weil wir fallen alle in ein tiefes Loch. Das heißt, du warst ja Heilpraktikerin und trotzdem, wenn du diese Diagnose hast oder wir reden jetzt nur in dem Fall von Krebs, dann fällst du in ein Loch. Also wir sind alle nicht übermenschlich. Natürlich. Und da sollte sich wirklich was tun. Also im Kleinen schon. Das würde ja schon helfen. Ja, ja. Ja. Und da finde ich eben auch diese biologische Krebstherapie. Also, Krebsabwehr. Ja, genau. Mhm. Das finde ich einfach genial. Da kann man ja auch anrufen und sich beraten lassen. Ja. Und man findet unheimlich viel auf der Seite schon. Man kann hinfahren, sich Informationen holen. Also das ist so, so, so wertvoll. Ja. Absolut, ja. Die habe ich auch schon öfter erwähnt, aber das ist jetzt wieder so ein Gespräch, wo es drauf fokussiert ist. Ja, ja, also ich bin da auch sofort irgendwie Mitglied geworden und so, weil ich mir gedacht habe, das ist einfach so eine tolle Organisation, die sich wirklich so ganzheitlich bemühen. Und ich denke, es ist unsere Schulmedizin hat ja auch ihre Vorteile und auch ihren Nutzen, ja. Also es wäre halt schön, wenn man es vielleicht... die Schulmedizin ist super gut, einfach auch um so eine unmittelbare Gefahr zu verringern, ja, um schnell oder einfach, wenn man einen Unfall hat und so. Und dann kann man ja aber zusätzlich eben die komplementäre Medizin einfach einsetzen, um an Dingen zu arbeiten, die einfach langfristigen Nutzen für einen haben. Und wenn man das miteinander so kombinieren würde, das würde so vielen Menschen helfen in jeder Form von Krankheit. So ist es. Und manche arbeiten ja schon dran, Mediziner, und wir können es nur visualisieren. Damit helfen wir auch. Gute Energien verstreuen. Und ich glaube, das war wie mit allem, nicht nur in der Medizin, dass man mehr miteinander redet und nicht urteilt. Ich glaube, das ist auch, spricht auch für die Menschheit, wäre es auch ganz schön. In allen Gebieten könnte man das sehen. Untereinander sich mehr austauschen, ja, oder? Richtig. Und offen sein dem anderen gegenüber. Ja. Das, egal, um was es geht. Das ist auch die Zeit jetzt, also die Zeitqualität, die jetzt ist. Also es geht nicht um Konkurrenz, sondern es geht um Kooperation in allen Lebensbereichen. Ja. Absolut. Das ist hier mein Ja-Sager. da sind wir uns sehr konform. Ja, wir sollten auf jeden Fall, das ist jetzt dann nochmal privat, also würde ich mich sehr freuen, wenn wir nochmal Kontakt hätten, gerade weil du echt in München bist. Das ist für mich natürlich ein Segen. Also weil du bist jetzt die Erste, die so tickt wie ich. Ehrlich? Aber du hast doch schon Ja, aber die sind ja alle, ich habe ja auch inzwischen einige Kontakte, aber
ich habe noch niemanden in Münchner Raum. Ja, ja, absolut gerne in Kontakt bleiben, super gerne. Ja, 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 ich habe ja, ja dann irgendwann ja, gesehen, also Vaterstetten, naja, hey, wir sind doch in derselben Stadt. Ja, cool. Also. Ja, super, sehr, sehr gerne. Ja. Ja, ich brauche eh noch die Links, die schickst du mir und dann kommunizieren wir privat weiter. Ich danke dir ganz, 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 ganz herzlich für diesen wunderbaren Input. Nochmal dein Buch. Ist es schon in Bearbeitung? Hast du schon einen Verleger oder ist es jetzt erstmal dein Traum und dein Ziel und du schreibst dran? Nee, ich schreibe schon dran. Ich liege auch schon in den letzten Zügen, denn ich muss Anfang Mai abgeben. Und ah, du hast und einen Verleger. Das ist genau, ich habe einen Verleger. Ich bin bei Random House im Unterverlag Erisiana. Oh, ah, ja. Toll. Und wow, das Buch kommt im Herbst raus. Und ich habe auch eine Zusammenarbeit oder ich habe auch als Co-Autor den Dr. Jens Wurster, der auch ein bisschen Informationen in dem Buch schreiben wird. Also ein paar kleinere Kapitel. Super spannend. Also vielleicht machen wir nochmal ein Podcast-Interview zur Buchveröffentlichung. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Das ist ja spannend. Ja, schön, toll. Dann vielen lieben Dank. Ja, ich danke dir, Karin, für dieses wirklich tolle Gespräch mit viel Ja-Sagen. Ja. Ja, absolut. Ja. Wunderbar. Und es gibt keine Zufälle. Also ich danke dir. Ja, bis bald. Schönen Tag dir. Tschüss.